Hallo zusammen oder Savatdikap, da ist er wieder. Der Urlaub ist rum, war Weltklasse. Ich habe, wer es noch nicht gesehen hat, sogar einen kleinen Film drüber gemacht, über die Kochschule auf Koh Samui, steht auch auf YouTube drin. Die haben es verdient, die haben einen super Job gemacht. Ich habe so viel gelernt, es war grandios. Dann komme ich hier hin und friere mir die Füße ab. Von 32 Grad runter auf, weiß nicht was, wir haben 6, 7, 8, keine Ahnung. Das ist dann unangenehm. Außerdem habe ich noch einen Jetlag. Ich habe die letzten 2 Tage nur damit verbracht, hier mal ein bisschen rumzutelefonieren, die Meinung zu erfragen. Tatsächlich ist das wirklich sehr gemischt. Von 5 Leuten sind 2 Long, 2 Short, einer neutral. Ich für meinen Teil bin froh, das ist der DAX hier auf Tagesbasis. Eine 17,2 habe ich gesehen, so diesen Bereich hier, das hatte ich auch ab und zu mal erwähnt, das hatte ich noch auf der Liste. Das hier hätte ich nicht gesehen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich im Urlaub war. Denn da hätte ich mit Sicherheit irgendwo mal einen Finger reingehalten. Ja? Und das war ganz gut. Okay, folgendes zuerst. Wir haben nächste Woche den großen Verfalltermin. Wo ist er denn? Hier, da. Und ja, es nennt sich großer Verfalltermin, Triple Witching, aber das ist so geringes Volumen hier. Das sind jetzt die DAX-Calls. Das ist hier 5.500 bei der 18.000. Es sind noch nicht mal 10.000 bei der 17.800. Hier ist auch die größte Put-Position. Aber nochmal, ich gebe nicht so viel auf dieses Open Interest. Das Volumen von der Eurex am gesamten Derivatemarkt in Deutschland ist so zwischen 15 und 20%. Also die K.O.-Scheine, die normalen Optionsscheine, die haben einen viel größeren Markt. Also ich gucke da nicht so drauf. Ich wollte es da mal rüberrufen, weil der eine oder andere von euch schaut da auch drauf. Und dann wird es erst wieder hier im Bereich 17.600 ein bisschen interessanter. Da ist auch mal ein Open Interest von fast 2000 Kontrakten bei den Puts. Das nur zum Sagen. Ich bin sehr überrascht über die geringe Volatilität, also implizite Volatilität unter 13 des Bilds von heute. Das ist jetzt hier seit November, ist das hier so ein Seitwärtsteil. Da fehlen mal wieder ein paar Zacken. Solche Dinger hier, solche natürlich. Aber ich bin sehr überrascht. Also unter 13, das ist schon arg gering. So, und jetzt gucken wir mal hier, was der DAX macht. Die Bänder sind schön aufgegangen, nach unten und nach oben, hangelt sich hier am oberen Band hoch, hat jetzt hier Widerstände, aber das untere Band dreht schon wieder nach oben. Deswegen, die Aussage dieses Films ist oder wird sein, ich glaube, wir haben von hier aus ein bisschen mehr Risiko als Potenzial. Gehen wir jetzt mal auf 500 Punkte runter, sagen wir mal hier diese 17.300, also ich runde leicht, 17.400 ist die 20-Tage-Linie, ist eine sehr gute Unterstützung erstmal, aber ich glaube nicht, dass wir über 18.300 oder 250 gehen können, das sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich meine heute Nachmittag das erste Mal gesehen zu haben, dass hier so ein paar, ja, ich sag mal Position-Klatschstellungen vorhanden waren, es war kein Kaufdruck mehr da. Und wenn man dann, das kann ich euch auch mal zeigen, wenn man dann sowas sieht wie hier Nvidia heute, ich mache mal einen 5-Minuten-Chart rein, was die gerade eben hier abgeben. Das ist ja sensationell. Das ist von heute. Das war hier 16:30 Uhr, da waren die dann 973 in Dollar. Und gerade eben waren sie runter auf 886, das sind fast 100 Dollar. Dann, ich weiß, viele von euch sind auch in den Super Micro drinne. Das ist auch nicht viel anders. 1225 runter auf 1110. Mit solchen Bewegungen muss man jetzt rechnen und das betrifft auch dann den Index. Jetzt sind wir wieder im DAX. 5 Minuten ist vielleicht ein bisschen kurz. Moment. So. Also, das obere Band, die Bänder sind aufgegangen. Wir haben jetzt hier meines Erachtens nach so einen Widerstandsbereich zwischen 17.850 und 18.000. Ein Tausender Block, also sprich die 18.000, nimmt der DAX nicht so ohne weiteres raus. Das hatten wir auch hier bei der 17.000, sind wir mal ein bisschen drüber, aber da haben wir dann länger mitgekämpft. Das ist so eine Psychomarke. Vom Chart her ist das nichts Besonderes. Wir sind in den Uncharted Territories, hier oben ist eigentlich nichts. Ja. Aber ich denke halt dadurch, dass das untere Band nach oben einknickt, ist das für mich hier ein bisschen reduziert. So, gehen wir mal auf die 4 Stunden, dass wir den mal hier sehen. Das ist meines Erachtens, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart, dieser Bereich 17.610 ist sowohl das 4-Stunden-Band als auch 1, 2, 3 ehemalige oder jetzt Unterstützung, ehemalige Widerstände. Das ist für mich schon recht wichtig, 17.600. Sollten wir das rausnehmen, auch auf Stundensicht, rechne ich eher mit dem Bereich hier so um die 17.400. Und da sind wir wieder dabei, dass ich glaube, der Markt hat auf diesem Niveau. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht da war. Auf diesem Niveau
kurzfristig mehr Risiko als Potenzial. Der zieht nicht so ohne weiteres jetzt hier durch. Ich bekomme über die 4 Stunden ja auch eigentlich bisher ein Verkaufssignal, aber das ist mir noch nicht. Das kratzt erst am Signal, aber das ist noch nicht viel. Aber das gefällt mir hier definitiv auch nicht. So, dann gehe ich mal wieder zurück auf den Tag. So, ich habe folgende Scheine mitgebracht. Und zwar ein 17.080er Call. Da sind wir also hier drunter, da sind wir ungefähr da, unter diesen eben genannten Unterstützungen. Und einen, da kriege ich schon ein bisschen Magenschmerzen mit, aber ich lasse ihn drin, 17.300er. Den fasse ich ja nichts erst dann an, wenn wir wirklich ein neues Hoch machen, also über 17.850 gehen. Vorher nicht. Das ist mir... Ich will das wissen, wie der sich hier an der 20-Tage-Linie, wie er sich da bewegt. Da muss ich einfach ein bisschen warten. Ich habe 2 Puts, aber der eine ist doch schon deutlich heißer. 18.096. Das ist auch dem geschuldet, dass ich sage, eine Tausenderstelle wird nicht so ohne weiteres genommen. Hat jetzt schon einen Hebel von 60. Der kann dreistellig werden. Aber den möchte ich drin lassen. Das wird ein Zock. Will ich genau wissen, was passiert, sollte der Markt wieder meines Erwartens auf die über die 18.000 gehen. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen weiter weg, 18.452, hat momentan nur einen 28er Hebel. Also nochmal, die Botschaft soll sein, wenn ich, was mir zum Glück passiert ist, ich 3 Wochen weg war, dass ich dann eigentlich ganz froh bin, dass ich jetzt hier nichts habe, ich würde hier nicht neu kaufen. Ob ich Short gehe, ist was anderes, aber ich sehe hier den Markt eher ein Risiko haben als ein als Potenzial. Von den Aktien, die ich vor dem Urlaub genannt hatte, da war zum Beispiel Rheinmetall, das hat fast 100 Euro gebracht, 95 Euro. Ich wollte wirklich 100 Euro haben, ja, von 340 auf 440, aber ganz ehrlich, da war ich nicht mutig genug, da habe ich das mit 95 Euro plus gemacht. Da gab es eben Nvidia, da muss nochmal in den Chart reingehen, Nvidia. So, hier waren die Zahlen und ich hatte das hier angesprochen, so um den 10. rum, 12., da habe ich die normalen Puts gekauft. Und die habe ich dann hochgemischt bis 740, der Schnitt war von der Aktie her so bei 730. Und dann gingen die wirklich vor den Zahlen runter, die waren sogar 662. Ich habe zwar 680 zugemacht, das war cool, das waren 50 Punkte oder 50 Dollar. Und das auch mit normalen Optionsscheinen, mit denen man grundsätzlich ein bisschen besser schlafen kann. Das hat mir fast den ganzen Urlaub bezahlt, das war super. Was ich nicht so toll fand oder finde, das ist BYD. Da bin ich echt enttäuscht. Ich habe auch jetzt hier wieder auf Koh Samui so viel von den Dingern gesehen. Ich habe mit den Leuten, mit denen ich, die ich gesehen habe, das einschreibe ich gefragt, und seid ihr zufrieden? Die waren alle super zufrieden. Alle. Aber dieser Preiskampf, den der Musk da anstrebt in China, das ist auch Gift für die. Ja, und wenn, und davon gehe ich mittlerweile wohl aus, und ich glaube viele Leute auch, wenn der Trump es wirklich schafft, wieder Präsident zu werden, und wenn er im direkten Vergleich gegen Biden antritt, hat er sehr, sehr gute Chancen, dann wird er den Handelskrieg mit China gerade mal wieder neu entflammen. Also davon gehe ich aus. Was hatte ich denn dann? Achso, Deutsche Lufthansa. Hatte ich welche, bin ja mit in Urlaub gegangen, die sind aber nicht gestoppt, weil ich möchte mehr kaufen. Ich rechne damit, dass sie hier dieses Gap bei 6,57, dass sie das mal zumachen und dann werde ich dann auch nochmal ein paar mehr kaufen. Also Lufthansa mag ich, ich finde diese Tourismusindustrie, das ist alles in Ordnung. Bayer hatte ich auch, die sind ganz leicht im Plus gestoppt worden und danach kam dann irgendwie 1-2 Tage später die Meldung mit der Dividende, mit der Reduktion. Also ich hätte gedacht, das ist vielleicht Dritteln oder Vierteln, aber dass sie das gleich darunter nehmen von 2,40 auf 11 Cent, ist ein bisschen heftig, aber ist halt so. Ganz blöd gelaufen ist Nordex. Die Nordex, die hatte ich irgendwo bei 9,4050 und dann habe ich auch dann vom Urlaub auch den Stopp hochgezogen. Dann sind sie bei 10,20 gestoppt worden. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig bei 9,21. Ach, gut gemacht, ja. Ja, und jetzt sind sie bei 12,35 oder 12,17. Den Move habe ich nicht mitgemacht. Den hier habe ich mitgemacht, hier gefreut. Okay, ich bin nicht mehr dabei. Hurra. Ja, und dann machen sie den Move. Ja, gut. Dafür ist man im Urlaub, da muss man nicht immer drauf schauen. Und die Libero Finance, die sind nahezu unverändert, aber da steigt das Volumen teilweise deutlich an. Die bleibe ich auch long. So, das war's von mir. Nächste Woche ist Anlegertag in München, das ist am Samstag. Mal gucken, wer da von euch alles kommt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.